Yippie, yippie, hurra, der neue Luftkühler ist da. Sie sind hier exklusiv bei einer Weltpremiere dabei. Und das ist der aktuelle brandneue Sommerkatalog. Und schauen Sie mal, was wir da gefunden haben. Diesen fantastischen Luftkühler, der super stylisch aussieht, der ordentlich was kann und der jetzt endlich für Sie lieferbar ist. Und genau den stellen wir Ihnen heute vor, aber nicht zum Katalogpreis, nein, zum TV-Sonderpreis. Und in diesem Sinne übergeben wir das Wort mal an Ralf. Ja, es ist ein wunderschönes Gerät. Heute Morgen frisch bei uns eingetroffen. Hier steht er. Also auf den ersten Blick ein knapp 1 Meter hoher Standventilator, den ich hier ganz einfach mit diesem Touch-Bedienfeld bedienen kann. Mit natürlich 3 Ventilationsstufen. Jetzt aber die Swing-Funktion dazu. Und dann wird hier sehr leistungsstark der Wind, den ich eingestellt habe, im Raum verteilt. Und natürlich ist das nicht nur ein Ventilator, sondern auch ein Verdunstungsluftkühler. Einfach die Coolness, hier also die Kühlfunktion zugeschaltet. Dann wird großflächig auf der Rückseite, und das darf ich Ihnen gerne mal zeigen, hier sehen wir auf einer großen Wabenstruktur Wasser vernetzt. Das verdunstet, beim Verdunsten entzieht hier die Verdunstung Wärme und dadurch wird Kälte erzeugt. Und diese kältere Luft um 3 bis 5 Grad, die wird jetzt nach vorne im Raum verteilt und so habe ich hier einen effektiven Kühler. Übrigens toll gemacht mit einem 3-Liter Wassertank, den ich hier ganz einfach entnehme und wieder auffülle. Und von vorne habe ich auch immer im Blick, wie hoch ist denn mein Füllvolumen des Wassers. Sie sehen hier unten ein kleines Schaufenster, dann weiß ich, wann ich wieder Leitungswasser nachfüllen musste. Swing-Funktion. Ein Filter ist mit eingebaut, der grobe Staubpartikel auch noch aus der Luft rausfiltert. Und das jetzt wirklich in einem unglaublich schicken Design. Natürlich ist auch eine Fernbedienung mit dabei. Ich kann es direkt am Gerät einstellen. Ich gehe jetzt mal auf die Swing-Funktion noch dazu, dass Sie das sehen. Und jetzt verteile ich es natürlich im Raum. Da sehen wir noch im Display immer, was eingeschaltet ist und vor allem die aktuelle Raumtemperatur. Im Moment sehr angenehm bei uns, aber das ist meiner Meinung nach eine kleine Luftholpause des Sommers. Ja, und es wird noch mal Mitte Juli und August unglaublich heiß werden, auch bei uns hier. Und dementsprechend ist man jetzt gut beraten, wenn man sich diesen schicken und ich muss sagen, auch sehr, sehr günstigen Verdunstungsluftkühler / Standventilator nach Hause holt. Jetzt ist er aktuell lieferbar, aber Sie sehen das an all unseren anderen Verdunstungsluftkühlern. Das wird nicht lange so bleiben. Deshalb, wer jetzt sagt, wow, dieses Gerät gefällt mir, das sieht super aus, es ist sofort lieferbar und ich profitiere vom TV-Sonderpreis, dann sollten Sie jetzt ganz schnell ans Telefon gehen und sich dieses Gerät sichern. Für 142,45 Euro. Übrigens dürfen wir Ihnen ja ab 150 Euro Porto und Versand kostenfreie Lieferungen ermöglichen. Legen Sie da gerne noch den ein oder anderen Artikel zusätzlich in Ihren Warenkorb für heute. Und die UVP sagt knapp 300 Euro. Da sehen Sie mal, Sie sparen zur UVP über 50% hier zum TV-Sonderpreis. Ich finde wohl auch, muss ich ganz, ganz klar sagen, dass der unfassbar schick und stylisch aussieht. Richtig. Und jetzt müssen wir, also ich finde ihn auch, ich hab ihn persönlich ausgepackt. Der kam heute Morgen und der sieht einfach gut aus. Das ist ein stylisches Gerät. Hier habe ich übrigens noch einen Kühlakku. Das ist im Lieferumfang enthalten. Das darf man gerne mal, also eisgekühlt aus dem Eisschrank mit in den Wassertank machen. Damit erhöhe ich die Kühlleistung nochmal. Aber wir müssen dieses Verdunstungsluftkühlungsprinzip nochmal kurz erklären. Beim Verdunsten von Wasser wird Wärme entzogen. Also entsteht Kälte. Und dieses Prinzip haben wir alle, auch dieses Jahr wahrscheinlich, schon mal auf der eigenen Haut gespürt. Nämlich dann, wenn wir im Wasser waren, rauskamen, die Sonne hatte starke 30 Grad und plötzlich bekommen wir Gänsehaut. Warum? Ganz einfach, weil das Restwasser auf der Haut verdunstet. Hier wird Wärme entzogen, also auf der Hautoberfläche Kälte erzeugt. Und das ist das Prinzip, das wir alle schon mal gespürt haben. Hier ist es dieses Prinzip integriert in einem geschlossenen System. Da sehen wir die Wabenstruktur, die hier beträufelt wird, vernetzt wird mit Wasser. Das verdunstet, dadurch wird Wärme entzogen. Die kältere Luft, 3 bis 5 Grad messbar, die wird jetzt im Raum verteilt. Und das ist so unglaublich
angenehm. Hier habe ich jetzt gerade zum Beispiel auch noch einen Windmodus eingestellt, der naturmäßig ist. Und das finde ich auch schön. Also ich kann natürlich Gebläsestufen 1, 2, 3 einstellen, aber ich kann auch diesen Naturmodus einstellen. Und dann ist es immer mal wieder ein bisschen böiger, der Wind, der kommt dann wieder ein bisschen zurückhaltender, so wie wenn man draußen auf der Terrasse sitzt. Und das ist auch noch ein gutes Stichwort, weil den darf ich, der steht auf Rollen, den darf ich gern auch mal an heißen Tagen mit auf die Terrasse nehmen, denn Verdunstungsluftkühler, die darf man auch im Freien betreiben. Und das ist dann richtig auf Knopfdruck die Meeresbrise, die es einem hier um die Ohren weht. Ist das nicht traumhaft? Vor allem, der sieht so schick aus. Ja. Und Sie haben sich so einen ja gewünscht, ne? Sie wollten doch einen Luftkühler haben, der auch eine schöne, großflächige, vor allem auch eine sehr lange Ventilationsfläche hat. Sie wollten doch ein Gerät haben, das einen Thermostat integriert hat, super einfach per Touch zu bedienen ist und vor allem super stylisch natürlich auch in Ihr Interieur, jetzt hier zu Ihren Möbeln passt. Et voilà, hier ist er mit der Bestellnummer NX8360 und der 569. Und Sie wissen natürlich auch, dass uns immer viel daran liegt, Ihnen natürlich auch maximalen Komfort nach Hause zu bringen. Und da finde ich vor allem, dass hier jetzt dieser Luftkühler, der Turmventilator und Luftbefeuchter in einem gleich so viele zusätzliche Möglichkeiten bietet. Ja, und unsere Stammzuschauer wissen das. Wenn wir sagen, alles ist, was Kühlung angeht, ruckzuck ausverkauft, so wird es auch für diesen wirklich wunderschön designten Turmventilator sein. Der wird ganz schnell ausverkauft sein, denn Deutschland rüstet auf, was zumindest Luftkühler und Klimaanlagen angeht. Und ein Verdunstungsluftkühler ist die clevere Alternative zur Klimaanlage. Jetzt gibt es natürlich Räume und da grüße sich alle, die im Dachgeschoss wohnen, die kann man nur mit Klimaanlage kühlen, wenn es mal wieder über 35, sogar an die 40 Grad hat. Aber in normalen Räumen, wo ich einfach ein bisschen Abkühlung brauche, da ist ein Verdunstungsluftkühler die clevere Alternative. Schon allein wegen des Geldes, weil hier brauchen wir gerade mal investieren, 142,45 Euro und die Unterhaltskosten sind 60 Watt im Vergleich zu einer Klimaanlage. Die braucht halt zwischen 1000 und 2000 Watt. Und was wir noch brauchen, ist Leitungswasser. Kostet natürlich auch Geld, aber ich glaube, diese 3 Liter, die wir in 1-2 Tagen hier verbrauchen, die brauchen wir gar nicht zu erwähnen, weil das sind 0,-Cent-Beträge. Also Sie sehen, die Unterhaltskosten eines solchen schicken Gerätes auch sehr, sehr human. Wichtig ist auch, ich kann mich hier vorne dran setzen, ohne krank zu werden. Viele reagieren allergisch, also nicht allergisch, sondern empfindlich auf Klimaanlagen. Das merkt man, wenn man im Restaurant direkt unter der Klimaanlage sitzt oder vielleicht mal im Flugzeug oder im Bus oder im Zug. Und am nächsten Tag hat man die Sommergrippe. Das wird hier auch nicht der Fall sein, weil wir einen moderaten Temperaturunterschied haben. Und was auch noch schick ist, wir können einen Verdunstungsluftkühler überall anwenden, wo wir auch wollen. Mitten im Raum, vor mich stellen, kein Problem, denn ich habe keinen Abluftschlauch wie bei einer Klimaanlage. Und dementsprechend bin ich nicht räumlich an eine Außenwand mit Fenster gebunden, sondern ich stelle ihn dorthin, wo ich ihn gerade brauche. Ob das in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Büro ist, spielt dabei keine Rolle. Der steht übrigens auch noch bequem auf Rollen. Ich kann den also hinter mir herrollen. Aber auch vom Eigengewicht ist er nicht so groß, dass ich ihn nicht mal auch wenn ich auf mehreren Ebenen wohne, dass ich ihn nicht auch mal eine Treppe hoch oder runter tragen könnte. Der ist wunderschön. Man muss es einfach sagen und natürlich auch hier wieder an dieser Stelle an Ihre Vernunft appellieren. Ja, vielleicht mag es jetzt mal 1, 2 oder gar 3 Tage etwas kühler sein, aber die nächste Hitzewelle, die steht uns bevor. Und allein am Wochenende sollen wieder Temperaturen von 30 Grad hier zu uns nach Deutschland kommen. Deshalb jetzt bestellen mit der NX8360 und der 569 für 142,45 Euro. Und weil die Frage gerade aufkam, möchten wir natürlich an dieser Stelle auch gerne sagen, dass Sie natürlich auch gern 2 davon bestellen dürfen. Mhm. Ja, vielleicht haben Sie ja auch einen Luftkühler schon letztes Jahr bestellt zum Beispiel und sagen, Mensch, der hat so tolle Arbeit vollbracht. Der kommt jetzt zum Beispiel auch in die Gäste, in die Kinderzimmer, in die Schlafzimmer. Aber Sie möchten fürs Wohnzimmer einen neuen haben, dann greifen Sie gern zu. Ja, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, ganz egal wo. Sehr effektiv, sehr leise. Ich habe ihn extra mal durchgetestet, der ist fast nicht zu hören. Aber die Kühlwirkung, die ist enorm. Also keine Zeit verschwenden, gleich zugreifen. Jetzt ist er lieferbar und das betonen wir jetzt noch einmal mit dem Jetzt, weil das wird nicht lange so sein. Deshalb gehen Sie in die Leitung und rufen Sie an und Ralf hält es schon fest, das Zubehör, das Sie gleich mitbekommen. Einmal Kühlakku und einmal Fernbedienung. Also viel Spaß mit Ihrem neuen Luftkühler.